Been such beautiful music this Sabbath day, hasn't there? Das war so wunderbare Musik an diesem Sabbat, oder? And thank you, choir, for singing in English twice. Und danke an den Chor, dass ihr zweimal auf Englisch gesungen habt. The German music is so beautiful. Deutsche Musik ist so wunderschön. And I sometimes wish I could understand the words better. Und ich wünschte mir, ich könnte die Worte besser verstehen. And where I've been able to study them, it's very rich in poetry and beauty. Und da, wo ich die Chance hatte, sie zu studieren, dann ist die Sprache wirklich ganz reich an Poesie. Well, you know, the topic that we're going to look at now this afternoon is in some ways among the more profound things that we consider when we think of Christ. Das Thema, über das wir heute studieren, gehört wirklich zu den tiefen Fragen, über die wir nachdenken können, wenn wir über Christus nachdenken. Whenever we come to the nature of Christ, when we talk about Christ and his divinity and his humanity, wann immer wir über die Natur Christi sprechen, über seine Menschlichkeit und seine Göttlichkeit, we're stepping into holy ground. Dann stehen wir auf heiligem Grund. And we have to realize that there are places we can go no further. Und wir müssen uns zugestehen, dass wir an manchen Stellen nicht weiterkommen. And even the places where we go, we must stand there with humility. Und da sogar bei den Dingen, die wir verstehen können, müssen wir demütig bleiben. And the results of 1888 impacted the Seventh-day Adventist Church's view on Christology. Und die Ergebnisse von 1888 beeinflussten unser Verständnis der Christologie. This morning in the sermon I shared the little bit of a change on the understanding of the three angels' message. Heute Morgen habe ich darüber gesprochen, wie das Verständnis der dreifachen Engelsbotschaft sich verändert hat. That the faith of Jesus was understood to be faith in Jesus, a living connection with Christ. Dass der Glaube an Jesu verstanden wurde als der Glaube an Jesus, als eine lebendige Verbindung mit Christus. Rather than just a representation of the faith that Jesus practiced. Anstatt nur eine Darstellung des Glaubens, den Jesus praktiziert hat. Now that theological understanding has stayed with the Seventh-day Adventist Church from 1888 to this day. Und dieses theologische Verständnis ist der Adventgemeinde geblieben seit damals. And so that remains a permanent effect on the Seventh-day Adventist Church and our understanding from 1888 or the period after 1888. Und so ist das seit 1888 und danach wirklich etwas, was der Adventgemeinde permanent geblieben ist. A second area that has permanently changed the church theologically and in, I think, in a very rich way. Eine zweite Sache, die die Gemeinde theologisch verändert hat und ich denke auf sehr reiche Weise, is our understanding of the deity of Jesus. Ist unser Verständnis der Gottheit Jesu. You may not be aware, or if you have been following the discussions, I guess in this conference you're aware, our church in its earlier years did not have a view of the Godhead the same that we as we have today. Wenn ihr den Diskussionen gefolgt seid hier in dieser Vereinigung, habt ihr das getan, dann wisst ihr, dass unsere Kirche in ihren frühen Tagen nicht das gleiche Verständnis hatte wie wir heute. Two of the three principal founders of the Seventh-day Adventist Church, James White and Joseph Bates. Zwei der Gründungsväter der Adventgemeinde, James White und Joseph Bates, came to Adventism from the Christian Connection. Kamen ursprünglich aus der sogenannten Christian Connection, bevor sie Adventisten wurden. Which was anti-Trinitarian. Und diese Bewegung war anti-trinitarisch. Now, having said that, I need to say that the early Adventist view worshipped Jesus and saw him as divine. Nachdem ich das gesagt habe, muss ich aber auch erklären, dass auch in der frühen adventistischen Sichtweise Jesus angebetet und als ein göttliches Wesen betrachtet wurde. There's really only one person who publishes material that represented Jesus as created. Es gibt wirklich nur ein Beispiel, wie jemand Jesus als ein geschaffenes Wesen dargestellt hat. And that was Uriah Smith in 1865. Und das war Uriah Smith im Jahr 1865. But by the next edition, within 10 years, the next edition of his book on Revelation, he had made Jesus fully divine. Aber in seiner nächsten Ausgabe, die dann 10 Jahre später erschien, beschrieb er Jesus als völlig göttlich. So the early Adventist view up to around 1888
and after 1888 was this on the Godhead. Also die adventistische Ansicht über die Gottheit Jesu bis 1888 und danach bestand im Folgenden. They believed that God the Father was God in all respects. Sie glauben, omnipotent, omniscient, omnipresent. Sie glaubten, dass Gott der Vater Gott in im vollsten Sinne ist, also allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. And Jesus was also fully God, but he was begotten from Jesus in that he came from the or from God, he came from the Father at some point in the ages of eternity. Sie dachten, Jesus ist auch Gott, aber er ist an irgendeinem Zeitpunkt in der Ewigkeit aus dem Vater hervorgegangen. So he was fully divine, much as my child is as fully human as I am. Und er ist so völlig göttlich, genauso wie mein Kind, genauso menschlich ist wie ich. But they believe Jesus was originated from the Father. Aber sie glauben, dass Jesus vom Vater hervorgebracht wurde. And the Holy Spirit, was, they did not understand as a personal being, but as a representation or a power from either the Father or the Son. Und den Heiligen Geist verstanden sie nicht als ein persönliches Wesen, sondern eine Repräsentation, eine Kraft, die vom Vater oder vom Sohn ausgeht. Now, if you've not heard this before, you're like, whoa. Und wenn ihr das vorher noch nicht gehört habt, denkt ihr vielleicht, erstaunlich. There have been many good things published on this to help you understand and get yourself understanding this. But 1888 and the period after 1888 led to that a transition to our understanding on the Godhead, where you have three persons. Viele gute Dinge sind darüber publiziert worden. Aber 1888 hat unser Verständnis dazu verändert. You have Father, Son and Holy Spirit, all God in the fullest sense, all three. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind alle Gott im vollsten Sinne, alle drei. Now it's very interesting when you look at Ellen White and Christology. Und es ist interessant, wenn man sich nun Ellen White und ihre Christologie anschaut. Let me just say one more thing on this. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. So the two major theological developments in the Seventh-day Adventist Church that come from 1888 are this understanding on the three angels' message of the faith of Jesus and the Godhead. Also die beiden wichtigsten theologischen Veränderungen oder Weiterentwicklungen, die es gab seit 1888, ist das Verständnis der dreifachen Engelsbotschaft und das Verständnis der Gottheit Jesu. I think Michael Campbell correctly said in the last presentation that there was not new theology on salvation also that came Campbell, out of 1888. Michael Campbell sagte sehr passend in seiner Präsentation, dass es keine neue Theologie über Erlösung gab, die 1888 diskutiert wurde. Now when you think of Ellen White and you think of A.T. Jones and E.J. Wagner, wenn ihr nun an Ellen White denkt, an A.T. Jones und E.J. Wagner, it's a very interesting consideration. Dann ist das eine ganz interessante, ein interessantes Nachdenken. I have had people tell me and I have interacted in various ways with those who feel that Jones and Wagner have the purest and most comprehensive view of salvation and Christology of anyone. Ich habe Menschen getroffen, die sagten, dass Jones und Wagner das die vollkommenste Sichtweise über Christologie hatten. In fact, I've read in a couple of occasions where some have even tried to argue that not only was their understanding better than Ellen White's, but even more than the Apostle Paul. Also manche behaupteten, dass ihr Verständnis sogar besser war als das von Ellen White, und manche gingen so weit, dass sie sagten, sie verstanden das sogar besser als der Apostel Paulus. In that particular example that I'm mentioning, the reason was that the writer thought that Paul did not have the three angels' message, also which Jones Beispiel, and Wagner did. In diesem Beispiel behauptete der Schreiber, Paulus hatte ja nicht die dreifache Engelsbotschaft, so wie Jones und Wagner. So I need to start out by saying that this is the case. Und das hier ist der Fall. Das ist so. Jones and Wagner were not infallible. In fact, Jones und Wagner waren nicht unfehlbar. In fact, we can see even on the issue of the divinity of Jesus some issues that are a problem. Und sogar bei der Frage der Gottheit Jesu finden wir einige Punkte, die problematisch sind. Well, first look at Wagner for a moment. Schaut euch zunächst einmal Wagner an. There it goes. You can
read what he wrote. This is in 1890 in his book, Christ and His Righteousness. This is one of the core writings he has on righteousness by faith. Das ist ein Buch, Christus und seine Gerechtigkeit, 1890, seine wichtigste Publikation über die Gerechtigkeit durch den Glauben. And I'll have you go ahead and read that. Und dort schreibt er, es gab eine Zeit, als Christus aus dem Vater hervorging, aus dem Schoß des Vaters. Aber diese Zeit geht so weit in die Ewigkeit zurück, dass sie sich für das begrenzte menschliche Verständnis praktisch ohne Anfang ist. So, Wagner's view in 1890 is similar to the earlier view of Adventists on the divinity of Jesus. Also Wagners Ansicht in den 1890ern ist sehr der Ansicht ähnlich der frühen Adventisten. So we would not encompass this view in the most precious message. Also wir würden dieser Ansicht jetzt nicht betrachten als Teil dieser überaus wertvollen Botschaft. In fact, on this one issue, both Uriah Smith and E.J. Wagner would agree. Also in dieser Frage waren auch Uriah Smith und Wagner einer Meinung. While they might disagree, they did disagree on the law in Galatians. Also sie hatten sicher unterschiedliche Meinungen über das Gesetz im Galaterbrief. Now, when you look at A.T. Jones, you have an opposite situation. Aber wenn ihr euch A.T. Jones anschaut, dann habt ihr eine gegensätzliche Situation. In fact, before we read this, let me just say this. Jones, God used him in a way to help the church to this new view of an eternal Christ. Also Jones half Wagner, Christus als einen ewigen Christus zu sehen. I'll have you go ahead and read this. Und hier schrieb Jones, angesichts der Ewigkeit davor und der Ewigkeit danach scheinen die 33 Jahre gar nicht ein so unendliches Opfer zu sein. Aber wenn wir bedenken, dass er seine Natur für alle Ewigkeit mit der menschlichen Natur verbunden hat, ist das ein Opfer. So he's quite clear here. This is, I'm sorry, the caption is not here. This is from, I believe, the 1893 General Conference Session. Ich glaube, das sagte er auf der Generalkonferenz Vollversammlung 1893. Somehow fell off of the slide here. Ja, die Referenz, die fehlt hier leider. So Jones has a view of an eternity of Christ before and after. So he does not have him originating. Also Jones hatte die Ansicht, dass Christus auch schon vorher in Ewigkeit existiert und danach. And he further has this view that Jesus sank his nature into our human nature forever. In other words, he'll remain as a human for eternity. Und er vertritt hier die Ansicht, dass Christus seine Natur mit der menschlichen Natur in Ewigkeit verbunden hat. In this view, Ellen White would agree with him. Und in dieser Ansicht stimmte Ellen White mit ihm überein. If you were to read Desire of Ages, page 25, wenn ihr das Leben Jesu lest, Seite 25, dann, also im Englischen, Seite 25, lest ihr Folgendes. I don't think we have time to read that, but it's a very, very rich statement. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu lesen, aber es ist eine sehr, sehr reiche, wichtige Aussage. It deserves meditation. Und sie verdient es, darüber nachzudenken. Now, when we think of Ellen White and Christology, it's very interesting. Wenn wir nun über Ellen White und ihre Christologie nachdenken, dann ist das sehr interessant. Ellen White is not explicit about the eternal deity of Jesus in her earliest years. Also in ihren frühen Jahren drückt Ellen White diese ewige Gottheit Christi nicht explizit aus. Neither do we find her in any place supporting the earlier view. Und wir finden aber auch keine Stelle, wo sie die frühere Ansicht unterstützt. But Ellen White is the first person that I can find anywhere who writes on the eternal deity of Jesus. Aber Ellen White ist die erste, die ich irgendwo finde, die von der ewigen Gottheit Jesu spricht. This is from 1878. Now just stop for a moment and think of what the date is here. Und wir haben hier eine Aussage aus dem Jahr 1878. Denk mal über das Datum nach. This is 10 years before the Minneapolis conference. Das ist nun 10 Jahre vor 1888. And she's not talking directly about this, but go ahead and read about the Godhead, but she uses this word eternal. Go ahead. Aber sie spricht hier nicht ausdrücklich über die Gottheit, aber sie benutzt doch dieses Wort ewig. Die Unwürdigkeit, Schwachheit und Unzulänglichkeit ihrer, das meint der Prediger des Evangeliums, eigene Bemühungen im Gegensatz zu denen des ewigen Sohnes Gottes, wird sie demütig und misstrauisch sich selbst gegenüber machen und sie dahin führen,
sich darauf zu verlassen, dass Christus ihnen Kraft und Wirksamkeit in ihrer Arbeit schenkt. And in 1887, interestingly, in a letter to Jones and Wagner. Und 1887, ganz interessant, in einem Brief, den sie an Jones and Wagner schrieb, lesen wir Folgendes. She has this statement. Hier sagt sie Folgendes: Die Gottheit, der ewige Sohn Gottes, genauso mächtig, genauso unendlich, mit allen Ressourcen der Kraft ausgerüstet, der Erscheinung nach als Mensch erkannt. So it's interesting that Ellen White, when it comes to the divinity of Jesus, is more expansive and clear than any other Adventist writer earlier. Also Ellen White ist hier ausdrücklicher und klarer in ihrer Aussage als irgendein adventistischer Autor vor ihr. And of course we have this statement in Desire of Ages, and we could look at many statements, but she is utterly explicit. Und wir haben viele Aussagen, und wir könnten jetzt viele Aussagen heranziehen, aber sie ist sehr, sehr klar und ausdrücklich hier. Sie sagte, in Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. So, I think the point I want to bring to us here today is that Ellen White has a much broader and deeper Christology than even Jones and Wagner. Was ich euch heute sagen möchte, ist, dass Ellen White eine tiefere Christologie hatte als Jones und Wagner. God used Jones and Wagner. They say it in ways that help people to think right. Also Gott gebrauchte Jones und Wagner. Sie sagt diese Dinge auf eine Weise, die Leute zum Nachdenken brachte. In the sense that they turned to God. In dem Sinne, dass sie sich Gott zuwandten. And certainly when A.T. Jones was preaching those General Conference Session sermons in the 1890s, it brought revival to people. It brought them back to Jesus. It brought them to the gospel. Ganz sicher, als A.T. Jones predigte auf den Generalkonferenzversammlungen in den 1890ern, dann brachte das persönliche Erweckung für viele. But when you think of Christology and the real understandings, Ellen White is deeper. Aber wenn ihr über Christologie und ein tieferes Verständnis nachdenkt, dann gehen Ellen Whites Einsichten tiefer. What I really want to spend the time this evening or afternoon talking about is Ellen White's Christology on the humanity of Jesus. Aber ich möchte heute mich fokussieren auf die Frage, was Ellen White sagte über die Natur Christi, über die Natur Jesu. This has been a point of difficulty and contention for the church since at least the 1950s. Und seit den 1950er Jahren mindestens ist das ein Punkt, über den heftig in der Gemeinde gestritten wurde. And it's because Jones and Wagner, and I will show you the statements in a moment, presented Jesus as having a nature that had an inclination to evil. Und es hängt damit zusammen, dass Jones und Wagner es so darstellten, als hätte Jesus eine Natur mit den Neigungen zum Bösen. And it is believed that therefore we must believe that Jesus had that because we have that, and that will then make it possible for us to have victory over sin. Und der Gedankengang war, wir müssen glauben, dass Jesus das hatte, genau wie wir, und dass darum für uns auch der Sieg über diese Natur möglich ist. And for some people it is such a strong feeling that if you do not believe that, they will not accept that you are a faithful Seventh-day Adventist. Und manche Leute gehen so weit, dass sie euch nicht als treue Siebenten-Tags-Adventisten sehen, wenn ihr ihnen das nicht abkauft. But that view is not a part of our fundamental beliefs. Aber dieser Punkt ist nicht Teil unserer Glaubensaussagen. We have kept one step back from settling that issue in our description of our faith. Ja, wir haben Abstand davon genommen, diese Frage spezifisch zu beschreiben in unseren Glaubensüberzeugungen. Where are we agreed? Aber wo stimmen Adventisten überein? And it's in most things. It's very good. It's a rich agreement we have as a church on this. Wir stimmen in vielen Dingen überein, und das ist sehr reich. Das ist ein Schatz. First, Jesus became truly and fully a human. We'll go ahead and read it. Also zunächst einmal, Jesus wurde wahrhaftig und vollständig Mensch, während er gleichzeitig seine wahre und volle Gottheit behielt. In other words, Jesus was fully human and fully divine. In anderen Worten, Jesus war vollständig göttlich, vollständig menschlich, aber beides zusammen. Now, if you fall short of any of that, you're in trouble. Und wenn ihr da Abstriche macht, habt ihr Probleme. Secondly, go ahead and read it. Und zweitens, Jesus nahm eine menschliche Natur an, die durch tausende Jahre von Sünde geschwächt war und seine menschlichen Fähigkeiten und Kräfte verringerte. Er erlebte Müdigkeit sowie emotionale und körperliche Schmerzen. So I don't think that we as a church really have a pure pre-fall view of Jesus.
human nature. Also wir als Gemeinde haben nicht die Ansicht, dass Jesus genau diese Natur des Menschen vor dem Sündenfall hatte. And that I think all Seventh-day Adventists would agree, or we would say from our fundamental beliefs, that Jesus was weakened by the results of sin in his humanity. Und wir alle würden sagen, auf jeden Fall drücken unsere Glaubensüberzeugungen das so aus, dass Jesus in seiner Menschheit auch geschwächt war durch diese geschwächte menschliche Natur. All right, and C. Und der nächste Punkt. Jesus begegnete schweren Versuchungen und es war für ihn möglich zu sündigen. This is an incredible thing, but it's true. Und das ist erstaunlich, aber es ist wahr. There's no question he had severe temptation. Es ist keine Frage, dass er schwere Versuchungen and durchlitt. And that there was risk. Und dass es ein Risiko gab. And then D. Und der nächste Punkt. Jesus hat in seinem Menschsein niemals gesündigt. Amen, right? Amen, richtig. If that's not true, we're lost. Wenn das nicht stimmt, sind wir verloren. And E. Und der letzte Punkt. Jesus brachte als Mensch unsere Sünden ans Kreuz und starb an unserer Statt. Jesus in his humanity took our sins as his own possession. Jesus hat als Mensch in seiner Menschlichkeit unsere Sünden als die seinen angenommen. And he didn't just take it to the cross. Und er hat diese Sünden nicht nur bis ans Kreuz, aber ans Kreuz gebracht. But our sins took him to death. Aber unsere Sünden haben ihn zu Tode gebracht. It was our sins that killed Christ. Es waren unsere Sünden, die Christus getötet haben. Not the cross. Es war nicht das Kreuz. And that was love. Und das war Liebe. I think we've already answered the next slide here, because I've already mentioned it. The question that isn't clear is, did Jesus have an intrinsically evil human nature? Also die Frage, die hier offen bleibt, ist, nahm Jesus eine intrinsisch, also eine innere Sünde, sündige menschliche Natur an? Or a sinless nature? Oder hatte er eine sündlose Natur? And F, or two here, number two, did Jesus face the same temptation to sin as fallen humans, or did he face just representative temptations, like Adam experienced before the fall? Begegnete Jesus den gleichen Versuchungen zur Sünde wie gefallene Menschen? Oder waren es nur entsprechende Versuchungen, ähnlich den Versuchungen, denen Adam vor seinem Sündenfall begegnete? And go ahead and do the last one. Und der dritte Punkt, war Jesus in jedem Aspekt unser Vorbild? Und sind einige Teile seiner menschlichen Erfahrung anders als unsere? Now let's look at Wagner and Jones' position on this. It's very clear, but before we do, let me just say something, one more thing. Jetzt, bevor wir uns die Position von Jones und Wagner anschauen, möchte ich noch eine Sache sagen. I have looked carefully at what I can find of pre-1888 representations on Christ's humanity by Adventist pioneers. Ich habe studiert, ob ich Aussagen finde von adventistischen Pionieren über die menschliche Natur Jesu vor 1888. As a general rule, they do talk about us humans, about humans having a fallen nature, or Jesus having a fallen nature. Also sie sprechen allgemein, dass Jesus eine gefallene Natur hatte. And it is not explained to what that means. Aber sie erklären nicht, was genau sie damit meinen. It could mean either that he had an intrinsic bent towards evil in his human nature. Das kann bedeuten, dass er in sich eine Neigung zum Bösen hatte. Or it might mean that he was a part of the fallen world and that his body was degenerated because of thousands of years of sin. Oder es kann bedeuten, dass er Teil einer gefallenen Welt war und sein Körper degeneriert war wegen tausender Jahre von Sünde. And so it's a little frustrating. Und das ist ein wenig frustrierend. It's left vague. Es wird einfach im Unklaren gelassen. The first people I find to be utterly explicit are Jones and Wagner. Die ersten, die ich finde, die es wirklich ausdrücken, klar und deutlich ausdrücken und auf den Punkt bringen, sind Jones und Wagner. And I'll let you read it. Und wir lesen das hier miteinander. Let me know when we get to human subject, because I got to forward the slide. Mm-hmm. I guess you have it. Die Tatsache. This is E.J. Wagner. Also hier spricht E.J. Wagner. Die Tatsache, dass Jesus die Natur nicht eines sündlosen Wesens, sondern eines sündigen Menschen annahm, dass er also alle Schwachheiten und sündhafte Neigungen annahm,
denen die gefallene menschliche Natur unterworfen ist, zeigt sich in der Aussage, dass er geboren ist nach dem Fleisch, aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. David besaß alle Leidenschaften der menschlichen Natur. Er sagte von sich selbst, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. This is quite clear that Jesus, he says right here, had all the sinful tendencies. Also er sagt hier, dass Jesus all diese sündhaften Neigungen hatte. And that even the Psalm 51:5 verse referred to Jesus. Und dass sogar das Wort im Psalm 51 Vers 7 im Deutschen sich auf Jesus bezieht. I'm going to save time and not do the next statement because I'm concerned. So let's look at A.T. Jones. The other one's clear as well. Okay, wir überspringen die nächste Aussage und wir kommen jetzt zu A.T. Jones. Go ahead, yeah. And there's two slides more on that. So tell me when to forward. Daher waren in dem Fleisch von Jesus Christus. Let me stop for just a moment. Ich muss kurz einen Punkt machen. I'm not sure how the translation works here, but Jones is a very complicated speaker. Ich weiß nicht, wie die Übersetzung hier funktioniert, aber Jones ist ein komplizierter Sprecher. And to be fair to him, though, he's preaching here. Und um fair zu sein, er predigt hier. In the Dime Tabernacle. Also im Tabernacle in Battle Creek. So try to follow it. Mm-hmm. Daher waren in dem Fleisch von Jesus Christus, nicht in ihm, sondern in seinem Fleisch, das heißt in unserem Fleisch, das er mit der menschlichen Natur annahm, genau die gleichen Neigungen zur Sünde wie in dir und mir. Und wenn er versucht wurde, war es das Wegziehen dieser Begierden, die im Fleisch sind. Diese Neigungen zur Sünde in seinem Fleisch zogen an ihm und wollten ihn verlocken, in das Böse einzuwilligen. Doch durch die Liebe zu Gott und durch sein Vertrauen in Gott empfing er die Kraft und Stärke und Gnade, dazu Nein zu sagen und das alles seinen Füßen zu unterwerfen. So, both Jones and Wagner are very clear that Jesus didn't sin. Also sowohl Jones als auch Wagner sagten sehr deutlich, dass Jesus nicht sündigte. But they have within his human nature a bent towards evil. Aber sie beschreiben seine menschliche Natur so, dass er einen Hang zum Bösen hatte. That they saw Jesus as having intrinsically. Und sie sahen, dass Jesus das in sich drin hatte. Now when we look at Ellen White, it's very interesting because her understanding of the humanity of Jesus develops early in her experience. Jetzt, wenn wir uns Ellen White anschauen, sehen wir, dass ihr Verständnis von der Menschheit Jesu sich schon früh entwickelte. God is leading her to this clearly earlier in her ministry. Gott führte sie schon sehr früh in ihrem Dienst zu diesen Einsichten. Maybe I should just stop for a moment and say one thing here. Jetzt sollte ich noch eine Sache deutlich machen. We should not be troubled if Ellen White doesn't have full understanding of all things. Es sollte uns keine Mühe machen, wenn Ellen White nicht das ganze Verständnis zu jeder Zeit hatte. Or that she grows in her understanding. Oder dass sie in ihrem Verständnis auch zu wachsen hatte. The prophetic gift does not convey all knowledge. Also die prophetische Gabe bedeutet ja nicht Allwissenheit. It does, though, make sure that what the prophet is sharing is according to what God is saying. Es bedeutet nur, dass das, was der Prophet verkündigt, das ist, was Gott zu sagen hat. So, when she's talking about the divinity of Jesus in her earlier years and she's not so specific about it. Also, wenn sie in ihren früheren Jahren über die Gottheit Jesu spricht und nicht sehr spezifisch oder auf den Punkt die Dinge erklärt. And that she then later becomes clearer does not make her less of a prophet of God. Und sie sich aber später klarer ausdrückt, dann ist sie deswegen nicht weniger Prophetin Gottes. And her humanity, her understanding of the humanity, though, develops much earlier. Und ihr Verständnis über die Menschheit Jesu entwickelt sich viel früher. So she comes to 1888 with a very developed Christology on Christ's human nature. Und so kommt sie 1888 zu dieser Generalkonferenz mit einem schon weit entwickelten Verständnis der Chronologie. Der Christologie. Let's walk through it now carefully together. Jetzt gehen wir die Schritte miteinander.
First off, we need to learn some words that Ellen White uses and know what they mean. Wir müssen jetzt ein paar Worte lernen, die Ellen White benutzte und verstehen, was sie bedeuteten. Many times Ellen White will use the term fallen nature in referring to Christ. Sehr oft benutzt Ellen White den Ausdruck gefallene Natur, wenn sie über Christus sprach. And nowhere do we find her saying what Jones and Wagner did, that Christ had an intrinsic tendency to sin, a bent towards evil. Aber an keiner Stelle sagte sie das, was Jones und Wagner sagte, nämlich dass Christus einen inneren Hang zur Sünde hatte. She uses a different word. Sie benutzt hier ein anderes Wort. She uses the word infirmities. Sie benutzt das Wort Schwachheiten. And this is an interesting, very early statement from 1863 that helps us understand how she understood the word infirmities. Und das ist hier eine interessante Aussage, eine frühe Aussage aus dem Jahr 1863, die deutlich macht, wie sie das Wort Schwachheiten verstand. And here she's saying that Jesus knows our infirmities. She wrote that with this statement, and then she describes this. Und sie schreibt hier Folgendes: Eltern entschuldigen manchmal ihr eigenes falsches Verhalten damit, dass sie sich nicht wohlfühlen. Satan jubelt, dass sie Gottes Gnade nicht für ausreichend halten, natürliche Schwächen, also Schwachheiten, Infirmities, zu überwinden. So this is an interesting statement. Und das ist eine interessante Aussage. She's talking now about parents who sometimes don't feel well. Sie spricht hier über Eltern, die sich manchmal einfach nicht gut fühlen. Now my children are grown, but I can tell you there were times when they were little, I didn't feel well. Also meine Kinder sind mittlerweile erwachsen, aber ich kann nicht sagen, es gab Zeiten, als sie klein waren, da habe ich mich nicht gut gefühlt. They keep you up at night, they get sick too. Ja, die wecken euch nachts auf, sie werden krank. Harried parents. And she's saying that this is a matter of our human infirmities. It's natural infirmities. Und sie spricht hier von diesen natürlichen Schwächen oder Schwachheiten. It's a result of sin. It is not intrinsically sinful or evil. Das ist ein Resultat der Sünde, aber es ist nicht intrinsisch böse oder sündig. We partake of the degeneracy of the race. Wir haben Teil an der Degeneration der Menschheit. Adam and Eve would not have been near as tired with Cain and Abel as we are with our children. Ja, also Adam und Eva waren nicht halb so genervt mit Cain und Abel, wie wir es mit unseren Kindern manchmal sind. So for her, infirmities is this reference to the results of a degenerate race, not an intrinsic bent towards evil. Also wenn sie von diesen infirmities, von diesen Schwachheiten spricht, dann drückt das damit aus, dass die Menschheit sich degeneriert hat über die Jahrtausende. Es drückt aber nicht den Gedanken eines innewohnenden Hanges zur Sünde aus. Now by 1869 she becomes very clear and explicit on what she's talking about here. Und 1869 wird sie sehr deutlich in dem, was sie meint. But notice the date here. Schau dich mal das Datum an. 1869. This is long before 1888. Das ist lange vor 1888. Okay, let's read this. Sie redet hier über Jesus. Er ist ein Bruder in unseren Schwächen, Infirmities, aber er besaß nicht die gleichen Leidenschaften. Als der Sündlose schreckte seine Natur vor dem Bösen zurück. So Ellen White makes a distinction that she stays consistent with her whole life. Also Ellen White macht diesen Unterschied und dabei bleibt sie ihr ganzes Leben. And that is that Jesus had the tendency, the infirmities as our brother. Sie sagte, Jesus trug die Schwachheiten so als unserer Bruder. But not like passions. Aber er hatte nicht die gleichen sündigen Leidenschaften. In a moment we'll talk a little bit more about that passions thing, because there's a little complication there you have to think about. Und über diese Leidenschaften werden wir gleich sprechen, das ist etwas kompliziert. But the important part here, that he's still the sinless one. Aber der wichtige Teil ist, er ist immer noch der Sündlose. And she describes him as his nature recoiled from evil. Und er beschrieb das so, dass seine Natur vor dem Bösen zurückschreckte. What does that mean? Was bedeutet das? Well, it's like when you're cooking and your hand touches the hot stove. What does your hand do? Das ist, wenn du kochst und deine Hand berührt den heißen Herd. Was macht deine Hand? It recoils from the stove. Ja, sie schreckt zurück vor diesem Herd. There is nothing in us that is drawn towards that burning stove. Es ist nichts in uns, was uns zu diesem heißen Ofen zieht. Our whole nature
sees it as abhorrent. Unsere gesamte Natur sieht das als schrecklich an. And in the same way, Jesus felt sin towards sin in that same way. Und in gleicher Weise empfand Jesus gegenüber der Sünde. Now it's very interesting because there are some statements of Ellen White that make you think, well, maybe she is saying that Jesus had this tendency. Und das ist wichtig zu verstehen, denn es gibt ein paar Aussagen, wo man vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, dass sie doch sagt, dass Jesus solche Neigungen zum Bösen hatte. We don't have time to look at all of those. When I teach a class, we go through more of them. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, uns alle anzuschauen. Wenn ich das unterrichte, dann schauen wir uns mehrere davon an. Let's at least look at a couple. Aber lass uns nur ein paar anschauen. Of course, we have the letter to Baker, the Baker letter, which I don't have on the slide. I'm sorry. Wir haben hier ein Brief an einen Bruder Baker geschrieben, where she says that we are not to set, we'll just mm-hmm. quote it here, maybe you can translate it. Mm-hmm. Do not set him before the people as a man with the propensities to sin. Also sie schreibt hier diesem Bruder, stelle Jesus nicht den Menschen dar als einen Menschen mit einem Hang oder einer Neigung zur Sünde. So she's using the word propensity. Again, a propensity is something you're inclined towards. Sie benutzt hier das Wort Neigung, also etwas, wo wir uns hingezogen fühlen. And she goes on and she says this, never in any way leave the slightest impression upon human minds that a taint of or inclination to corruption rested upon Christ. Und dann sagt sie, niemals, auf keine Weise hinterlasse auch nur den kleinsten Eindruck bei deinen Zuhörern, dass auf Christus ein Flecken des Bösen oder eine Neigung zum Bösen ruhte. Now she wrote that in 1895. Und da schrieb sie hier, diese Aussage traf sie in 1895. This is after Jones and Wagner had published what they're saying. Das ist nachdem Jones und Wagner publizierten, was sie zu sagen hatten. Another very interesting thing that we could look at is her use of the word propensities. Und interessant ist auch zu schauen, wie sie dieses Wort Neigungen verwendet. She liked to read this man's writings. Sie las gern die Schriften dieses Mannes. Melville. She had a book of his sermons in her library, and we find even some literary parallels with those sermons. Sie hatte Bücher seiner Predigten in ihrer Bibliothek, und wir finden sogar einige Parallelen zwischen seinen und ihren Schriften. And Melville, in one of his sermons, describes Jesus as having innocent infirmities, but not sinful propensities. Und in einer seiner Predigten beschrieb er, dass Jesus unschuldige Schwächen hatte, aber nicht sündige Neigungen. And so her language seems to have a similarity to what Melville is saying. Und ihre Sprache, ihre Ausdrücke scheinen ähnlich dem zu sein, was Melville formulierte. Now there is one other very interesting thing you may not be aware of, and that is that the first edition of Desire of Ages has some different text than the first printing has a little different text than the next printing. Und vielleicht seid ihr euch das nicht bewusst, aber die erste Ausgabe vom Leben Jesu hatte einen leicht geänderten Text als die nächste Ausgabe. In fact, it was only a few years ago that the White Estate was able to figure out what the first edition was, because we weren't sure. I mean, not edition, the first printing was, because we weren't quite sure how you could tell. Also erst vor wenigen Jahren konnte das Ellen White herausfinden, welches Buch jetzt genau zur ersten Ausgabe gehörte, weil es nicht so klar zu identifizieren war. But she sent in a long list of very minor corrections that she wanted to tweak the text of Desire of Ages. Aber nach der ersten Ausgabe sandte sie eine Liste mit Korrekturen ein, die sie in der nächsten Ausgabe sehen wollte. By the way, that's something we could say about her control over her own writings. Also hier können wir, das ist ein wichtiger Punkt, dass sie wirklich Kontrolle über ihre eigenen Schriften hatte. If she's sending little small corrections, how much supervision does she have over what she's saying? Wenn sie so kleine Korrekturen einschickt, wie viel Übersicht über ihre Bücher hatte sie? Now, if you were to look, I again didn't put it on the screen because it's not necessary. Also ich habe das hier nicht auf der Leinwand, das ist nicht nötig. But on page 48 of Desire of Ages. Aber auf Seite 48 im Englischen. She has a sentence there where she talks about Jesus as, quote, weakened and defiled by 4,000 years of sin. Da hatte sie einen Satz, in dem sie schrieb, dass Jesus geschwächt und verunreinigt wurde
durch 4000 Jahre Sünde. Now that still may be all right. Das mag immer noch okay sein. We could maybe say that there is some defiling that we have just in our nature, right? Wir können immer noch sagen, dass wir in unserer Natur so eine Befleckung haben. But the word made her uncomfortable. Aber dieses Wort, ihr war nicht ganz wohl bei diesem Wort. And so one of her revisions that she sent in was for them to remove the word defiled. Und in ihrer Revision bat sie, das Wort befleckt herauszunehmen. And so the Desire of Ages you would read if you're reading it in English. Und wenn ihr das Leben Jesu a good German translation, im Deutschen oder einer guten, also im Englischen liest oder in einer guten deutschen Übersetzung, would be that he was weakened by 4000 years of sin. Da steht einfach nur, dass er geschwächt war durch 4000 Jahre Sünde. There's probably another 4 or 5 examples I could show you of this sort of thing. Und es gibt davon weitere 4 or 5 Beispiele, die ich euch zeigen könnte. She's very careful. It's very important to her. Sie ist hier sehr sehr sorgfältig. Das war ihr sehr wichtig. Now, when we think of the word passions, just take a moment to think about that word. Wenn wir jetzt mal über das Wort Leidenschaft nachdenken, denk mal einen Moment darüber nach. She says he did not have like passions. Ja, sie sagte, er hatte nicht. Sie sagte, er hatte nicht die gleichen Leidenschaften wie wir. You do have a couple of times where she uses statements that refers to Jesus having passions. Also es gibt Aussagen von ihr, wo sie sagt, dass Jesus Leidenschaften hatte. And I'll read one of them. This is in a letter. Und ich werde eine Aussage vorlesen aus einem Brief, den sie schrieb. This is on a slide. This is a letter to her son. Edson. Das ist ein Brief an ihren Sohn Edson. So go ahead and read that. Und dort schrieb sie, obwohl er, Jesus, die ganze Intensität menschlicher Leidenschaft besaß, hat er niemals der Versuchung nachgegeben, nur ein einziges Mal etwas zu tun, das nicht rein, erhaben und nobel war. Now some will have said to me and said to others, well, see, he has passions. Und manche sagen, aber schau mal, hier heißt es doch, er hat Leidenschaften. Now we want, Ellen White has to be consistent. Also Ellen White muss ja auch konsequent sein. And she is. Und das ist sie auch. What helps us is to look at the definition of the term in 19th century English. Wir müssen einfach nur schauen, wie dieser Ausdruck im Englischen des 19. Jahrhunderts verwendet wurde. Passion can mean 2 things. Leidenschaft kann zweierlei bedeuten. It can mean emotions and feelings that rise to the level where you no longer have control. Es kann über Gefühle sprechen, die so stark werden, dass man nicht länger Kontrolle über sie hat. Or it can simply mean emotions and feelings. Oder es kann einfach nur Emotionen, Gefühle bedeuten. And so we would ask the question, did Jesus have emotions and feelings? Und so stellen wir die Frage, hatte Jesus Emotionen, hatte er Gefühle? Did he feel sorrow? Fühlte er Mitleid? He wept. Er weinte. Did he feel anger? Fühlte er Ärger? Oh ja. Oh ja. Righteous anger. Ja, er fühlte einen gerechten Ärger. It's an emotion God's given us. Das ist eine Emotion, die Gott uns gegeben hat. He was angry at what was happened in his house. Er war ärgerlich über das, was im Tempel geschah. But he did not have an inclination to evil, nor was he overcome by his emotion. Aber er hatte keine Neigung zum Bösen und er wurde von seinen Emotionen auch nicht überrannt. So you have a few, a minority of statements, just a very few, where she uses this meaning for passions. Also wir sehen ein paar Aussagen bei ihr, wo sie das Wort Leidenschaft mit dieser Bedeutung verwendet. But for the majority, she is not connecting Jesus with our passions. Aber in den meisten Aussagen verbindet sie Jesus nicht mit unseren Leidenschaften. Which we run out of control. Too much. Ja. Wo wir oft die Beherrschung verlieren. Now what about Ellen White on victory over sin? Was sagte Ellen White nun über den Sieg über Sünde? I'm not sure how much Dennis Kaiser covered this last night because I couldn't follow the fine points of his German. Ich bin nicht sicher, wie viel Dennis Kaiser gestern Abend darüber sprach. Ich konnte nicht allem folgen, was er in Deutsch sagte. Ellen White is very clear that there is no temptation that comes to us that Jesus can, he will provide deliverance for us. Ellen White ist ganz klar, dass bei jeder Versuchung, die zu uns kommt, Jesus die Befreiung und den Sieg schenkt. And I am so grateful. I believe that too. Und ich glaube das auch. Da bin ich dankbar. I hope we believe that. Und ich hoffe, wir glauben das. We're not talking about perfectionism here. Wir reden hier nicht über Perfektionismus. We're talking about when we come to Jesus with our brokenness and we say, Lord, save me.
Und wir reden davon, dass wenn wir zu Jesus kommen in der Gebrochenheit unseres Herzens und sagen, Herr, rette mich. Jesus is the savior both from the guilt of sin and the power of sin. Dann ist Jesus der Erlöser und er erlöst uns von der Schuld und aus der Macht der Sünde. When she's writing about the human nature of Christ, and we don't have time to go through her long, careful explanation of Jesus' temptation in the wilderness. Also wenn sie darüber spricht und wir haben jetzt nicht die Zeit, über all die Versuchungen zu reden, die in der Wüste geschahen. But in the midst of this long explanation, aber mitten in dieser langen Erklärung schrieb sie Folgendes. She makes this really very precious statement. Go ahead. Das ist eine sehr wertvolle Aussage. Er erlangt für die gefallenen Söhne und Töchter Adams die Kraft, die sie unmöglich selbst gewinnen können, damit sie in seinem Namen Satans Versuchungen überwinden können. So she's very clear about Jesus being able to give us victory over sin. Sie sagte sehr klar, dass Jesus uns Sieg über Sünde geben kann. This is one that's been a blessing to me personally. Das ist eine Aussage, die für mich persönlich ein Segen geworden ist. And it brings together scripture and Ellen White, and she's always bringing scripture. Und es kombiniert ihre Aussage mit einem Bibelwort, und das macht sie oft. Sie verweist immer auf die Schrift als die Grundlage. Jeder Versuchung, jedem widrigen Einfluss, ob offen oder versteckt, kann erfolgreich widerstanden werden. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. So Ellen White is able to walk a path that has Christ as sinless in the sense that he's recoiling from evil. Also Ellen White beschreibt einen Weg in dem Sinne, dass Christus sündlos ist, in dem Sinne, dass er vor dem Bösen zurückschreckte. But he still is the savior from sin. Aber er ist immer noch der Erlöser von Sünde. Maybe her view comes closer to him being the sin bearer. Vielleicht kommt das, was sie zu sagen hat, besser zum Tragen, wenn wir Jesus als den Sündenträger beschreiben. And I want to spend the last few minutes on this holy ground. Und ich möchte die letzten Minuten auf diesem heiligen Boden verbringen. On the airplane as I was coming over, I was again reading the two chapters in Desire of Ages on Gethsemane and Calvary. Auf dem Flug hierher las ich die beiden Kapitel aus dem Leben Jesu über Gethsemane und Golgatha. I don't know when last you've read that. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gelesen habt. Go read it again. Aber bitte lest es wieder. Slowly. Aber langsam. It's profound. Es ist so tief. Ellen White in three instances is very clear about Jesus feeling the weight of our sins existentially. An drei Stellen ist Ellen White sehr, sehr ausdrücklich, dass Jesus die Last unserer Sünde spürte, existenziell. She has Jesus existentially being weighted by our guilt in the wilderness when he was tempted. Sie beschreibt, dass Jesus existenziell die Last unserer Schuld trug, und zwar in der Wüste, als er versucht wurde. If you're taking notes, I don't have slides on these and I'm not going to read them because I don't have time, but go look at third volume of the Testimonies, 372. Also schaut euch den dritten Band der Zeugnisse an, Page 372. Seite 372. I just refer to it. She says, the guilt of the sins of the world pressed upon heavily upon him in the wilderness of temptation. Sie sagte nur, in der Wüste, als er versucht wurde, da lag die Last der Schuld unserer Sünde schwer auf ihm. And then in Gethsemane. Und dann in Gethsemane. And Desire of Ages is your place. Just go read the. Und lest das im Leben Jesu. He talks about his spirit shuddering before the agony here. Da heißt es, dass sein Geist zurückschreckte. You see, er zitterte vor dieser Qual. This is the power of this, just of what God is trying to help us to understand. Und das ist so stark an dem, was Gott uns heute zeigen möchte. If you can appreciate the example of the hot stove. Wenn ihr dieses Beispiel mit dem heißen Ofen schätzen könnt. Now maybe love to save someone would make you put your hand on that stove. I don't know what would make that happen, okay? So dann könnte vielleicht Liebe euch dahin bringen, eure Hand auf diesen Ofen zu legen. But someone will do something that they utterly recoil against. Aber jemand tut etwas, vor dem er total zurückschreckte. But it is a great sacrifice. Aber es ist ein großes Opfer. This is exactly what Jesus did. Und das ist genau das, was Jesus tat. He went to hell, knowing it was hell. Er ging in die Hölle und er wusste, es ist die Hölle. He knew how terrible it was. Er wusste, wie schrecklich he es ist. Felt it. Er spürte das.
But it was put upon him. Aber es wurde auf ihn gelegt. It was not intrinsically his. Es war nicht intrinsisch seines. We will never fully understand what that means. Wir werden niemals völlig verstehen, was das bedeutet. Because we are not holy. Weil wir nicht heilig sind. We are not God. Wir sind nicht Gott. He was. Aber er war es. And the cup trembled in his hands. Dieser Kelch zitterte in seiner Hand. And he sweat drops of blood. Und er schwitzte Bluttropfen. But his love for us prevailed. Aber seine Liebe für uns trug den Sieg davon. You see, we can't put a Christ going into the Garden of Gethsemane with us, like us, sort of, with these drawings towards evil. Wir können uns Christus im Garten Gethsemane nicht vorstellen, so wie wir mit unserem Hang zum Bösen. At least as Ellen White represents it. Auf jeden Fall beschreibt Ellen White das And so. I think Scripture. Und ich denke die Bibel auch. And of course on the cross. Und natürlich the cross. Am Kreuz. Oh, das Kreuz. You know, the statement that he could not see beyond the cross. He was separated from his Father. Denkt über diese Aussage nach. Er konnte nicht durch das Kreuz hindurchsehen. Er war getrennt vom Vater. And Ellen White's statements of what the Father, God the Father was going through there. Und Ellen White's Aussage über das, was Gott der Vater durchmachte. Can you imagine? We can't. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, das können wir nicht. What is the Trinity's experience was in ist redemption? Die Erfahrung? Das ist, was ist die Erfahrung der Dreieinigkeit in der Erlösung? Ellen White says that the Father suffered with his Son. Ellen White schrieb, der Vater litt mit seinem Sohn. It wasn't just the sacrifice of Jesus. Es war nicht nur das Opfer Jesu. Sin was so terrible. It was so horrendous. It had to be dealt with in the most incredible way. Sünde ist so schrecklich. Gott musste mit ihr auf die unglaublichste Weise umgehen. So let's quickly go through our concluding thoughts here. Also, fassen wir zusammen. Oh, we could spend a long time on this. Oh, wir könnten viel Zeit damit verbringen. Something that helps me appreciate that Ellen White was a true prophet of God. Wisst ihr, was mir hilft zu schätzen, zu glauben, dass Ellen White eine wahre Prophetin Gottes war? Is the way in which she presents Christ. Ist die Art und Weise, wie sie Christus darstellt. One of the tests of a true prophet. Einer dieser Prüfpunkte eines wahren Propheten. 1 John 4, you know this. Ja, 1. Johannes 4, ihr kennt das. They have to have a proper view of the incarnation. Sie brauchen ein klares Verständnis der Inkarnation, der Menschwerdung Jesu. Ellen White stands head shoulders way ahead above Jones and Wagner on this. Und hier in dieser Frage steht Ellen White wirklich haushoch über Jones und Wagner. I'm not trying to diminish them as God used them. Ich möchte sie nicht kleinreden. Gott hat sie gebraucht. But they must be placed in their proper place. Aber wir müssen sie an ihrer rechten Stelle sehen. Okay, let's walk through these quickly. Also, fassen wir I'm das zusammen. Let you read them because it's pretty clear. I'll just comment if I need to. Wieder der Gedanke, dass Christus die menschliche Natur vor oder nach dem Fall annahm, ist eine offizielle Lehre der Siebenten-Tags-Adventisten. Ein Problem in der Debatte ist, dass beide Seiten aber, besonders die Vertreter der zweiten Ansicht, ihre Position als grundlegend betrachten. I hope here in Germany you can not do that. Ich hoffe, in Deutschland ihr braucht das nicht tun. Number two. Nummer zwei. Die historische Position, dass Christi menschliche Natur in sich sündhaft war, lässt sich direkt auf E.J. Wagner und A.T. Jones zurückführen. Davor war dieser Gedanke kaum diskutiert worden. And next. Ellen Whites Standpunkt zur menschlichen Natur Jesu ist weiter und tiefer als der von Jones und Wagner. Number four. Ellen White war der früheste und ausführlichste Schreiber über die menschliche Natur Christi. Ihre Sicht wurde grundsätzlich schon vor Jones und Wagner entwickelt. Ihre Aussagen in den 1890ern waren weniger neue Gedanken als Erklärungen. Wenn sie sich einem Anliegen besonders gewidmet hat,
dann die Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit von Jesu Natur herauszustellen. Woodrow Witten hat das herausgearbeitet. If we had time, I could develop this a little bit more, because there are some very interesting nuances and issues about the uniqueness of Jesus. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir mehr darüber reden. Es gibt einige Nuancen in der Schwachheit Jesu. That's very rich, but we don't have time. Wir haben leider nicht die Zeit dafür. Okay, number five. Ellen White achtet genau darauf, klarzustellen, dass Jesus nicht die gleichen Leidenschaften hatte oder innewohnende Neigungen zum Bösen oder Kontrollverlust über seine Emotionen. Kein Sündenmakel war an ihm. Number six. An wenigen Stellen bezieht sie das Wort Leidenschaften auf Jesus, meint damit aber nicht sündige menschliche Emotionen. Jesus war ein wahrer Mensch mit menschlichen Gefühlen. Seven. Die Bibel und Ellen White sagen deutlich, dass wir Sünde und sündigen Leidenschaften durch die Macht Christi widerstehen und sie besiegen können. And finally, und schließlich, Ellen White hält konsequent daran fest, dass Jesus keinen inneren Zug oder Hang zum Bösen besaß, dem er widerstehen musste. Er litt unter den Versuchungen und den Auswirkungen der Sünde mehr als jeder andere Mensch. Und sein Sieg bringt uns Erlösung und Sieg über Sünde. I want to say one word. I'm almost done. Ich bin fast fertig, aber ich möchte noch eine Sache sagen. One word about this issue of temptation for Jesus. Ein Punkt über diese Frage der Versuchung Jesu. Temptation comes based upon your capacity. Isn't that right? Versuchung kommt. Can you explain? Your capacity. What you can and can't do. Versuchung kommt in Bezug auf das, was wir können oder nicht tun können. You know, if you are not able to do something, you can't be tempted. Well, you might think it. Wenn du nicht in der Lage bist, etwas zu tun, kannst du auch nicht dazu versucht werden. For example, I have never been tempted to turn a rock into bread. Also ich war noch nie versucht, einen Stein in Brot zu verwandeln. It hasn't happened to me yet. Das ist mir noch nicht passiert. And I don't expect it to happen. Und ich erwarte das auch nicht. I don't have the capacity. Ich habe nicht die Fähigkeit. Christ had all of the capacities. Christus hatte all diese Fähigkeiten. The things that Satan could tempt Jesus with go beyond us. Die Dinge, zu denen Satan Jesus versuchen konnte, gehen über das hinaus, wozu er uns versuchen kann. In fact, his greatest temptations were ones that we will never face. Seine größten Versuchungen waren Versuchungen, denen wir niemals begegnen werden. Oh, in that Garden of Gethsemane. Oh, in diesem Garten von Gethsemane. He was saying, "Don't do it. Don't do it. It's not worth it." Sagt er, mach's nicht. Das ist es doch gar nicht wert. On the cross, he was saying, "Come down, come down, come down." Am Kreuz sagte er, komm herunter. And he could. Und er hätte es tun können. His capacity was greater than ours. Therefore, his temptation was greater than ours. Seine Fähigkeit war größer als unsere. Darum waren seine Versuchungen größer als unsere. Even while he's carrying our sins. Sogar während er unsere Sünden trug. We can be sure that Jesus is the sin bearer and the savior. Wir können sicher sein, wirklich sicher sein, dass Jesus der Sündenträger und unser Erlöser ist. Without making him a partaker of our taint of sin. Ohne dass wir ihn zum Teilhabe unserer korrupten Natur machen. Vielen Dank, Merlin. Thank you, Merlin. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Oder auch nicht. There it is. Vielen Dank für das, was du gesagt hast. Ich danke dir besonders, weil das, was du gesagt hast, das ist zumindest mein Eindruck, nicht nur gut fundiert war von der Adventgeschichte her, sondern etwas war, wo Kopf und Herz mitgesprochen hat. Ich glaube, das ist was, was wir brauchen, weil in diesen Fragen, wo es um die Erlösung geht und wo es um Jesus Christus geht, die lösen wir nicht mit dem Kopf allein. Da kommt es auch darauf an, ob wir mit unserem Herzen dahinter stehen. So, ich möchte dir danken. In gewisser Weise möchte ich gar keine Fragen stellen, weil ich das so ausklingen lassen möchte. Aber ich möchte trotzdem zwei, drei Punkte sagen. Das erste ist, ehe ich es vergesse. Sicherlich hast du auch Fragen, die du gerne stellen möchtest. Draußen gibt es diese Box, in der Fragen deponiert werden können, und wir nehmen uns Zeit, am Ende, am Sonntagmittag, dann auf diese Fragen von euch auch einzugehen. Nutzt diese Gelegenheit, wenn ihr etwas loswerden wollt oder Fragen stellen wollt.
Ich vergesse das im Eifer des Gefechtes immer hinzuweisen, aber deshalb sage ich das jetzt gleich am Anfang. Die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, Merlin, ist folgende. Wenn ich mit Leuten über dieses Thema rede, das du uns heute dargelegt hast, dann kommt eine Frage unweigerlich immer wieder auf. Und das ist die Frage, wenn Jesus Christus mehr war als wir, wenn er auch göttlich war, wenn er nicht 100% genauso war wie wir, auch mit seinen sündigen Neigungen wie wir, hat er dann nicht uns gegenüber einen Vorteil gehabt? Kann er dann wirklich überhaupt unser Vorbild sein? Remember, Jesus is the Savior. Denk daran, Jesus ist der Erlöser. He isn't just like us. Er ist nicht einfach so wie wir. Ellen White is very clear that a human could not save humans. Ellen White sagt ganz klar, dass ein Mensch Menschen nicht erlösen konnte. And Scripture is clear on this too. Und die Bibel sagt das auch ganz klar. It was only God himself. Es war nur Gott selbst. And so yes, in that sense he had his divinity. Ja, in diesem Sinne hatte er seine Göttlichkeit. What I didn't have time to do this evening is to show how carefully Ellen White parses the way in which his divinity humanity related as it related to temptation. Was ich heute nicht beschreiben konnte, ist, wie seine Göttlichkeit und Menschlichkeit sich zueinander verhielten in der Art und Weise, wie er mit Versuchungen umging. There is this sense, she describes it, and I think we see it in Scripture too, where Jesus' divine capabilities are limited, or he refuses to use them. Sie beschreibt, dass seine göttlichen Fähigkeiten eingeschränkt waren, oder er sich es ablehnte, seine göttliche Macht zu nutzen. So that he can be our example. Aber ja, er kann unser Vorbild sein. He will never be our example in exactly the same way, though. Er wird niemals unser Vorbild sein in genau der gleichen Weise. But as a, for example, or just as an explanation of this, when he's in the wilderness. Also denken wir nochmal an das Beispiel, als Jesus in der Wüste war. He became very hungry. He was starving. Er wurde sehr sehr hungrig. Er hatte Hunger. She says he put himself in the lowest place that you could go. Und sie beschreibt, dass er sich wirklich an die niedrigste Stelle begab. And then the very temptation that Satan brought was to use his divinity. Und die Versuchung, die Satan ihm brachte, war seine Göttlichkeit zu gebrauchen. But he didn't. Aber er hat es nicht getan. He left himself dependent on his father like we would have to be. Er hing von seinem Vater ab, genauso wie wir es tun können. So I can't to parse this perfectly is impossible. Also das genau zu definieren ist unmöglich. Ja. Aber ich glaube, du hast uns einen wichtigen Weg gewiesen. Damit jemand Vorbild sein kann, ist keine hundertprozentige Identität notwendig. Sondern damit jemand Vorbild sein kann, muss er mehr sein als wir. Und wenn eine hundertprozentige Identität die Voraussetzung wäre, dass Jesus nur dann unser Vorbild sein kann, dann könnte Jesus für die Hälfte der Menschheit kein Vorbild sein. Denn Jesus war Mann. Und 50% der Bevölkerung sind weiblich und sie haben andere Versuchungen und andere Herausforderungen als Männer. Deshalb musste Jesus Mensch werden. Und er ist Mensch geworden, aber zu seinem Menschsein gehört nicht dazu, dass er Sünder sein muss. Sünde ist nicht wesenhaft etwas, was zum Menschen dazugehört. Sonst wäre Adam und Eva vor dem Sündenfall keine Menschen gewesen. The one thing we do all have in common. Und das ist das, was wir alle gemeinsam haben. Is that every one of us that we have in common with Jesus, every one of us had all of our sins laid upon him. Das, was wir gemeinsam haben, ist, dass jeder von uns sagen kann, dass unsere aller Sünde auf ihm liegen. And he fully partook of the destruction that was due from that. Und er hatte völlig diese Zerstörung, die der Sünde folgt, auf sich genommen. And felt it to the depths of his soul. Und er spürte das bis in die tiefste Stelle seiner Seele. Therefore John 3:16 is so precious. Und darum ist Johannes 3, Vers 16 so kostbar. Merlin, du hast gesagt, dass Ellen White immer wieder deutlich gemacht hat, dass Jesus keine innewohnende Neigung, keinen Hang, keine Propensity zum Sinnen für die Sünde gehabt hat. Warum denkst du, ist das wichtig?
So, I don't know all the reasons. Also ich kenne auch nicht alle Gründe. I'll tell you what's made it important for me. Ich kann euch sagen, was es für mich wichtig gemacht couple hat. Of things. Ein paar Dinge. And maybe as a theologian you can take this further than me. Vielleicht kannst du das als Theologe noch weiterführen. I don't mean that facetiously. I very much respect this also man. Ich sage das nicht so, ich respektiere ihn wirklich. But as I have at one point I did believe that Jesus had a sinful fallen nature. Ich hatte, in the sense of in propensity. Ich war mal an einem Punkt, dass ich glaubte, dass Jesus eine sündhafte Natur hatte, in dem Sinne, dass er sündhafte Neigungen besaß. But in having Jesus identify with my sins in the sense that when I was tempted and I knew I was being tempted to say, oh, Jesus had that too, I diminished my sense of the holiness of Christ. Aber als ich ihn so identifizierte mit mir, dass ich sagte, oh, er hatte ja auch meine Sünden, da redete ich seine Göttlichkeit, seine Heiligkeit rein, herunter. Because since Christ had the same thing, yes, I need to get over it. Denn wenn Jesus das Gleiche durchmachte, dann ja, ich muss das auch durchmachen. But the whole idea of having, of recoiling from evil never came. Aber dieser Gedanke, dieses Zurückschreckens vor dem Bösen, kam mir nie. But somehow now when we understand this about Jesus. Aber wenn wir das jetzt verstehen über Jesus. He is a pure savior. Er ist ein reiner Erlöser. And now my brokenness is standing there as against his holiness. Und meine Zerbrochenheit steht vor seiner Heiligkeit. And the call to holiness is greater. Und der Ruf zur Heiligkeit wird damit größer. I think experientially. Ich denke, ja, das basiert auf unserer Erfahrung. Danke, danke für diese Gedanken. Thank you for these thoughts. Eine letzte Frage, ist eine praktische Frage. Oh ja, let me say one more. Ich möchte noch eine Sache sagen. We said it here. It demonstrates the love of God. Das demonstriert die Liebe Gottes. I mean, yes, it would be tremendous that he would take our propensities to sin. Ja, es wäre schon enorm, wenn er auch unsere Neigungen zur Sünde auf sich nehmen würde. But the picture of Jesus sweating drops of blood because he is going to have to now be separated from his father. Aber der Gedanke, dieses Bild, dass er Blutstropfen schwitzte, weil er getrennt von seinem Vater war. And the horror of our sins that he felt towards our sins that he felt. Und der Horror in Bezug auf unsere Sünden, den er spürte, puts the love of God in broad and distinct contrast to the selfishness of Satan. Stellt die Liebe Gottes in so einen großen Kontrast zur Selbstsucht des Teufels. You can love a God like that. So einen Gott kann man lieben. Danke. Meine letzte Frage ist eine praktische Frage. Du hast uns gezeigt, wie Ellen White schon sehr früh ihre Sicht über die menschliche Natur Jesu dargelegt hat und ihr immer wieder treu geblieben ist. Und wie dann Wegener und Jones ihre eigenen Ansichten aufgebracht haben, die unterschiedlich waren zu dem, was Ellen White eigentlich gesagt hat. Meine Frage an dich ist, was können wir von Ellen White lernen im Umgang mit Ansichten von anderen Menschen, die zumindest in der Akzentuierung ein bisschen anders liegen als wir und sie dadurch ganz andere Schlussfolgerungen ziehen? Das ist eine wunderbare Frage. I don't know what happened in my mic here. It's a wonderful question. Das ist eine wunderbare Frage. When I have come to really respect Ellen White. Also ich habe wirklich gelernt, Ellen White zu respektieren. Her gentleness. Ihre Sanftmut. Her carefulness. Ihre Sorgsamkeit. I mean, yes, she would disagree with people on some things. Ja, sie hatte andere Meinungen über manche Dinge. She didn't feel that just because she disagreed with this person on this, that she had to come at them with the prophetic guns. Aber sie hatte nicht das Empfinden, nur weil sie eine andere Meinung hatte, dass sie die prophetischen Waffen zücken müsste. She didn't do that unless God told her and made her do it. Und sie hat es nicht gemacht, es sei denn, Gott zeigt es ihr und hat sie dazu gebracht, es zu tun. She wasn't in the driver's seat on that. Aber sie saß hier nicht am Steuer. And so her default mode was to leave it with God. Und ihr Weg war, die Sache einfach Gott zu überlassen. She tried to help them, yes. Um ihnen zu helfen, ja. Therefore she could respect people who had different views than her. Und darum konnte sie Menschen, die andere Ansichten hatten, respektieren. As long as they had an attitude towards Christ that was sincere. Solange sie eine
Einstellung Christus gegenüber hatten, die aufrichtig war. And then what they were sharing was sound. Und das, was sie sagten, wirklich gesund war. And sometimes parts weren't. Sometimes parts that what they were sharing weren't. Und manchmal waren einige Teile davon nicht so gesund. And she didn't always just correct those things. Aber sie hat diese Dinge oft nicht frontal angegangen. So we can't make an argument from silence. Well, Ellen White didn't say anything. Also wir können aus ihrem Schweigen kein Argument machen. Therefore, it's okay. Darum ist es okay. No, we need to go by what she says. Nein, wir müssen uns an das halten, was sie gesagt hat. The same is true with scripture, isn't that right? Aber mit der Bibel ist es doch genauso, oder? The argument from silence is das Argument aus dem Schweigen heraus. So that means that whether you have the view of Jones and Wagner or the view of Ellen White. Also ob ihr jetzt die Ansicht von Jones und Wagner vertretet oder die Ansicht von Ellen White. You can be a faithful Seventh-day Adventist. Du kannst ein treuer Adventist sein. Why? Warum? It's not a fundamental belief. Weil es keine unserer 28 Glaubenspunkte ist. And we have not settled that as a church. Und wir haben das als Gemeinde nicht klar formuliert. Now after having done this afternoon, I want to be with Ellen White. Also ich habe heute nur gesagt, ich möchte auf der Position stehen, wie Ellen White sie beschreibt. But if you're with Jones and Wagner, aber wenn ihr euch auf die Seite von Jones und Wagner stellt, they had a good relationship with Ellen White. Die hatten eine gute Beziehung zu Ellen White. And we should have good relationships together. Und wir sollten gute Beziehungen untereinander haben. Amen. Amen. Okay. Vielen Dank. Wenn euch das gefallen hat, was Merlin Bird uns heute Nachmittag dargebracht hat, dann wird euch sicherlich auch dieses Buch interessieren. Das ist das neue Buch, das er dieses Jahr veröffentlicht hat, Understanding Ellen White. Es enthält verschiedene Autoren, die Artikel geschrieben haben über verschiedene Aspekte zu Ellen Whites Theologie und ihrem Verständnis. Und es ist ein sehr lesenswertes und interessantes Buch. Es wäre schön, wenn es das auch in deutscher Sprache verfügbar wäre in der Zukunft.